das Spiel zwischen dem SC Freital und dem VfC Plauen auf Team Rabenfront wird präsentiert von Heinsberg Papier. Letzte Woche noch das Vogtland-Derby, heute schon wieder in Freital. Herzlich willkommen vom 21. Spieltag der NOFV-Oberliga aus dem Johannes-Mai-Stadion. Der SC Freital empfing den VfC Plauen. Freital in der vergangenen Woche spät den Ausgleich kassiert und damit Punkte liegen gelassen. Plauen drehte einen 0:2-Rückstand gegen Auerbach und kam somit mit breiter Brust und einer Menge Selbstvertrauen im Gepäck nach Freital angereist. Der Platz nicht im allerbesten Zustand aufgrund des Wetters, der Rasen tief und schmierig, galt aber für beide Mannschaften in diesem Topspiel. Platz 3 gegen Platz 2. Freital, wer hätte das gedacht? Voll im Aufstiegsrennen dabei, auch Knut Michael hätte sich das nicht träumen wünschen können. Hinein in diese Partie, eins vorweg. Es war nicht das ganz, ganz große Feuerwerk an Chancen, aber solche Szenen wie von Robin Fluss hier mit dieser Monstergrätsche, all seine Erfahrung, die er da reinpackt gegen Lukas Will, das war schon echt schön anzusehen. Unterstützung für die Gäste gab es auch aus Plauen. Der Block F aus der Badkurve war mit nach Freital gereist, sorgte für gute Stimmung, aber auch die sahen, dass es dauerte bis zur 25. Minute, sowas wie eine Halbchance. Aber der Freistoß, ein Stockwerk zu hoch, beide Mannschaften brauchten, um in diese Partie reinzukommen. Gut 200 Zuschauer, davon 70 Gästefans waren nach Freital gekommen. Für ein Topspiel hätten das ein bisschen mehr sein können und Freital in der ersten Halbzeit viel mit der Offensive beschäftigt. André Nüber mit dem Abschluss bis zum Strafraum. Ist das gut gespielt? Und auch Freital konnte das Ganze auch dann mal gefährlich spielen. Philipp Weidauer mit dem Kopf. Das war eine richtig gute Chance von Philipp Weidauer. Der studiert ja in Jena zweimal die Woche, kommt er zum Training nach Freital. Was für ein Engagement des Jungen. Hier lässt er die Führung liegen. Torloses Remis nach 45 Minuten. Plauen-Trainer Robert Fischer seit 2020 im Amt merkte auch, diese Partie war noch nicht wirklich was für die Vergnügungssteuer. Rein geht's in die zweite Halbzeit. Vielleicht ja per Standardgefahr. Genau, Schmidt im Freistoß. Schmidt im Zentrum verpasste den Ball um Haaresbreite. Das war aber auch eine gute Chance. Freital kam auf alle Fälle besser in diese Partie, musste aber auch in der Defensive immer wieder aufpassen. Denn wenn Plauen offensiv aktiv wurde, konnte es schnell gefährlich werden, so wie hier. Tolles Zusammenspiel und am Ende der Abschluss von Lukas Will. Naja, war nicht mal ein richtiger Abschluss. Hätte sonst richtig gefährlich werden können. Somit blieb es aber beim 0:0 nach 51 gespielten Minuten. Und auch das war ein häufiges Bild in der zweiten Halbzeit. Ungenauigkeiten, der Abschluss von Schulze, eher ein Field Goal. Da war bei beiden Mannschaften Luft nach oben im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es dann aber mal gut zu Ende gespielt wurde und auch der Abschluss passte, hatten beide Mannschaften ja immer noch ihren Torhüter. Christopher Hauswald packt sicher zu nach dem Schuss von André Nüber. An ihnen lag es auf keinen Fall. Die Fans des VfC sorgten für eine super Stimmung, mussten dann aber auch den Stimmungsdämpfer in dieser Partie mit ansehen. Ricardo Michael hat Zeit, hat Platz und denkt sich, rein damit! 64. Spielminute, die Führung für den SC Freital durch Ricardo Michael. Der 21-Jährige mit einer klasse Schusstechnik versenkt das Leder im Kasten. Seine Ausbildung genoss er bei Dynamo und dem FC Schalke 04. Diese Schusstechnik, das kannst du einfach nicht besser machen. Keine Chance, da irgendwas auszurichten. Und war dieser Treffer jetzt sowas wie der Dosenöffner? Ja, das kann man vorwegnehmen, denn auf einmal war das ein richtig gutes Fußballspiel. Freistoß von Fluss, gefährlich. Genausch schafft es in der Mitte nicht, den Ball im Kasten unterzubringen, wäre dann sowas wie die Vorentscheidung gewesen. Plauen wollte hier definitiv nicht als Verlierer das Feld verlassen und warf auch in den Schlussminuten nochmal alles in die Waagschale, alles in Richtung Offensive und kam auch nochmal zu einer echten Großchance. Die Flanke in die Mitte und da ist dann Will im letzten Moment Erik Ranninger aber dazwischen verhindert. Den Ausgleich, denn naja, auf einen Déjà-vu der Vorwoche hatte man bei Freital überhaupt gar keine Lust, das wollte man vermeiden. Klappte das auch in dieser Woche beim heutigen Spiel? Nein, weil Philipp Sovago trifft und die Kugel Christopher Hauswald auch noch durch die Beine schiebt. Große Freude beim VfC Plauen. Für den Schaden an der Eckfahne kommen sie hoffentlich auf. Aber das war der Lucky Punch. Das war der späte Ausgleich. Freital ließ wieder die Punkte liegen. Was für ein Schlusspunkt in dieser Partie und in diesem Topspiel. Freital verpasste die Big Points gegen den VfC Plauen, nahm aber immerhin einen Punkt mit. Uns was vorzuwerfen ist schwierig. Wir haben alles reingehauen. Der Wille war da, der Kampf, den haben wir angenommen. Ja, dass dann die letzte Konsequenz, Konzentration dann in der letzten Situation im Strafraum gefehlt.
die Lernkurve zu letzter Woche ist ja leider nicht gegeben, dass wir wieder in der letzten Minute dann ein Gegentor fressen. Aber ein 1-1 gegen Plauen kann man so mitnehmen. Wie man dann als Mannschaft geschlossen wieder zurückkommen, das ist gut, aber es ist auf Woche für Woche nicht lösbar, jedes Mal den Rückstand hinterher zu rennen. Deswegen muss man an den Sachen arbeiten. Ich denke auch, dass der Wind heute viel das Spiel bestimmt hat. Richtig guter Fußball war das heute nicht, von beiden Seiten. Schwere Kost. Freital durchaus zufrieden mit dem Punktgewinn. Auch wenn es spät war, schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Auerbach-Bautzen 1-1. Grieschow gewinnt 4-0 gegen Wernigerode. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Das bleibt richtig spannend dort vorne. Grieschow springt jetzt erstmal auf Platz 3. Die haben ja die Lizenz unter der Woche beantragt. Für Freital ist weiterhin alles drin. Das war's aber erstmal von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Euer Team Rabenfront.